Und zwar trinke ich heute für euch ein klitzekleines Day in the Life. Und ja, wir haben es ganz früh, mehr oder weniger, wir haben es kurz nach 8. Und ja, ich nehme mich ein bisschen mit in meinen Alltag und ja, hoffe, es gefällt euch. Und ich mache mich jetzt erstmal fertig. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Schule. Fast sind wir da. Ich freue mich wieder auf die Schule. Kannst du erstmal Hallo sagen? Hallo. Oh, hier sieht man mich jemand. Mama. Jetzt sieht dich keiner mehr. Nein. Ich wundere, warum mein Gesicht so rot ist, aber wir stehen an der roten Ampel und der vor mir hat auch noch die Bremslichter an. Und ja. Und es geht weiter. Mal sehen, ob meine Kamera auch die Kurvenlage ausfällt. Das ist ganz schön warm drin. Ich bin auch dick angezogen. Ja. Bei dem Wetter, ja. Ist das ganz doll wichtig. In einer Großfamilie. Immer spannend. So. Wenn meine Tochter dann in der Schule ist, fahren wir wieder zurück. Und dann mache ich mich fertig, weil meine Mama kommt dann gleich und die passen auf die zwei Kleinen auf. Ich dachte, ich wollte Vormittag ein bisschen kinderfrei haben. Ein, zwei Stunden. Und dann nehme ich euch mit zu meiner Schwester. So. Genau, wenn ich dann fertig gemacht habe, bringe ich den Großen in den Kindergarten. Oder geht schon in den Kindergarten, das weißt du doch. Die Leute denken bestimmt, ich hätte voll einen an der Klatsche, weil ich mich hier selber filme. Mit deiner Tochter. Ja, aber die sehen sie ja nicht, die Scheiben sind ja dunkel hinten. Das ist wirklich schon schwierig. Oh Gott, das ist so unverschämt früh, ey. Schlafen, ich habe mich übrigens eben versprochen, wir haben jetzt kurz vor 8. Mama, ich wünschte, ich könnte jetzt schlafen, weil ich habe so einen schönen Traum. Wir hatten eben kurz vor 7 aufgestanden. Alter, da habe ich nicht. Na. Oh, das ist wieder mal eine übelst lange Ampel heute, ne? Vielleicht hilft es ja, wenn ich weiter nach vorne fahre, aber ich glaube, die Ampel ist kaputt. Du brauchst uns nie so lange. Yeah, es geht weiter. Wuhu! Und da steht ja mal wieder ein LKW. Total toll. Hier, Ingo. In der Mitte, in der Fahrbahn. Eine Lieferung, die bekommen meine Lieferung. Weiter geht's. Bam, bam. Ich liebe sie.
meine Kamera. Manchmal macht sie genau das, was sie nicht soll, und zwar verrutschen. Ich hasse es. Ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, aber ich hasse es. Und ihr seid mittlerweile voll in der Schräglage. Oh Gott. Das Video ist voll schräg. Kommen wir aber vorbei. Ja. Es ist nicht meine Zeit heute. Ich bin noch nicht ganz wach, hab noch keinen Kaffee. Du aber ich kenne jemanden, der noch mehr Kaffee mag als ich. Wer ist denn das? Papa. Der Papa, ne? Der steht voll auf Kaffee. Oh. Ja, der mag auch Kaffee. Ja, jetzt sind wir in der Schule. Jetzt wird auch Zeit. So, mein Schatzi. Jetzt fahren wir noch hier hoch und up und ups. Hier lasse ich dich raus. Das denken bestimmt, ich habe vorher eine Klatsche, ey. Die gucken schon alle komisch an. So, machst du die Tür auf, bitte? Ja. Au! So, ja, Sophie, du musst bitte aus der Tür aussteigen. Gut, aus dem Auto aussteigen. Gut. Alles klar, also gut. Ja, du musst mal kurz meinen Schuh ranziehen. Alles klar. Hier ist er. Da. Mhm. Gut, alles klar, ich hab ihn. So, nimmst du bitte deinen Schulranzen? Deinen Schulranzen. Kinder. Jetzt. Wir haben sie mit auf dem Bild gesehen. Ja, jetzt solltest du auch aus dem Bild verschwinden. Ciao, ciao. Ja, das ist jetzt auch dumm. Ja, da steht ja echt doof. Okay. So, das ist mal eine Konstruktion, wenn meine Tochter in die Schule geht. Ich werde verfolgt. Ich werde von einem Auto verfolgt. Oh mein Gott. Ja, Gott sei Dank nicht mehr. Jetzt gucken nur die anderen doof. Dieser Abend fahren wir ja nach Hause. Nach Hause, nach Hause. Oh, voll gebackelt. Wenn morgen so ein Verkehr sein muss. Oh, hier steht die Feuerwehr. Ja, ja, so ist das. Die müssen halt auch arbeiten. Aber ich fahre jetzt einfach mal. Ja, gucken darf man ja mal, oder? Als ob ihr das nicht auch macht. Moralapostel. Nein. Ich war ja nur interessiert, was da passiert. Schatzi, wenn du das siehst, ich liebe dich. Ja, ja. So ist es dann morgen. Gut. Fahrradfahrer.
Also Hut ab wirklich für die, die jetzt Fahrrad fahren, bei dem Wetter, bei der Kälte. Ich glaube, ich würde mir alles abfrieren. Ich bin schon ganz froh, dass ich ein Auto habe. Aber manche machen das ja sogar freiwillig, ne? Bei dem Wetter. Also im Sommer mache ich das auch gerne mal. Aber im Winter... Erstens hätte ich da viel zu viel Angst, dass ich mich irgendwie auf den Mund lege. Weil ich ausrutsche. Tut mir leid. Und zweitens, es wäre mir einfach zu kalt. Schlicht und ergreifend wäre es mir zu kalt. Aber es regt mich gerade ziemlich auf, dass ich hinter diesen Ischen jetzt hierher fahren muss. Ja, Handzeichen können wir auch geben, das ist doch prima. Wir wollen auf dem Parkplatz? Wir wollen hier auf dem Parkplatz? Okay. Manchmal mag ich meinen Blinker nicht, der springt dann einfach wieder zurück. Es wird heller. Ah, ich sehe bestimmt voll komisch aus. Ah, so sehe ich morgens halt aus. Und manchmal tagsüber auch. Weil, wenn ich keinen Bock habe, mich drüber nicht ehrlich zu machen, dann sieht das eben so aus. Und morgens bin ich immer am Gähnen. Immer, immer, immer. Ja, naja. Ich liebe diese Ampel. Muss das denn heute sein? Ausgerechnet jetzt? Muss ich denn jetzt unbedingt an der roten Ampel stehen? Ich weiß auch gerade echt nicht, was ich euch erzählen soll. Ich weiß ja nicht, ob ich das jetzt schon erzählt habe. Ob ich nachher Kinder frei habe. Genau, darf ich jetzt mal Schwester. Das habe ich euch, glaube ich, schon erzählt. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ja. Auch schon wieder rot. Ich habe heute die rote Welle gepackt. Das finde ich jetzt mal voll doof. Aber naja, so ist das. Muss auch mal sein, ne? Naja, gut. Ist ja schon wieder grün. Und dann ist das nicht mehr so schlimm, wenn man eins warten muss. Was macht ihr an der roten Ampel eigentlich, wenn ihr warten müsst? Ja, keine Ahnung. Es gibt ja die tollsten Dinger. Ich schaue mal in der Gegend rum. Oder, ja, keine Ahnung. Was kann man an der roten Ampel machen? Eigentlich gar nichts. Ja, manchmal flutsche ich auch meinen Freund ab. Manchmal. Nicht immer. Wäre auch komisch, wenn... Ja, ja. Jetzt war mir ein Kreisel. Ja, bald ist wieder Fasching. Bei uns ist auch so Kinderfasching. Hat mein Sohn schon eine Einladung zu Kinderfasching bekommen. Ist schon ganz aufgeregt. Freuen sich schon total alle. Ist bei uns so eine Art, ja, so ein Dorfgemeinschaftshaus ist das. Und ja, da wollen wir dann alle hin. Ist ja auch schön für die Kids. Verkleidet ihr euch eigentlich noch? Wenn ja, als was geht ihr dieses Jahr? Könnt ihr ja mal schreiben. Was ihr eh nie tut, aber vielleicht könnt ihr es ja mal machen. Ich
weiß noch nicht, als was ich gehe. Könnt mir mal vorschlagen, was ich verkleiden könnte. Ja, Rosenmontagsumzug. Wie sieht es damit aus? Geht ihr auf Rosenmontagsumzug? Lasst euch Bonbons, Kamelle. Weißt du, nennt man das Bonbon? So, jetzt bringe ich meinen Großen in den Kindergarten. Hallo, David. Hallo. Wie geht's dir? Gut? Ja. Gut. Gehen wir jetzt in den Kindergarten? Ja. Okay, sagst du tschüss. Tschüss. Ich mache mich jetzt fertig und fahre zu meiner Schwester. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns da. Bevor ich gehe, wird noch schnell durchgesaugt. Fix und fertig und jetzt fahre ich zu meiner Schwester und ich würde sagen, so, ich habe Hunger, deswegen fahren wir jetzt zu McDonald's. Ich, Leute, ich habe so eine Krawatte, ey. Ich habe jetzt bestimmt 10 Minuten gewartet, bis die mal fertig war, diesen scheiß Burger zu machen. Oh, ey, ohne Scheiß, voll schrecklich. Und ich meinte dann so von wegen, ja, dann geben Sie mir einfach das Geld für den Burger wieder, wenn Sie es jetzt zeitlich nicht schaffen und so, ne? Und dann meinte sie, nee, das kommt jetzt. Und oh, irgendwie hat es dann immer noch 5 Minuten gedauert, bis ich dann mein Hubkonzert gestartet habe, ohne Scheiß. Und ja, dann habe ich gesagt, ey, ich kaufe da nicht mehr, ohne Mist jetzt. Ja, naja, gut, egal. Ich werde jetzt versuchen, hier irgendwie was in mich reinzuschaufeln. Dann sehen wir uns bei meiner Schwester. Oh, ich bin sauer! Ich bin jetzt angekommen bei meiner Schwester. Und die weiß gar nicht, dass ich ein Video mache. Deswegen werde ich sie jetzt damit voll überraschen. Mal klingeln. Nicht da. Guten Morgen! Wir senden hier live von YouTube und ihr seht jetzt gleich meine verschlafene Schwester. Ey, spinnst du? Sag guten Morgen! Nein, ich höre mich natürlich nicht richtig. Ich höre nur deine Schulter. Moin! Ich hatte noch nicht mal. Ah, nee! Man sieht, dass sie möchte nicht gefilmt werden heute. Nein. Sie ist etwas kamerascheu. Und deswegen, die Überraschung ist gelungen. Und ja, solche Sachen mache ich immer mit meiner Schwester. Ich quäle sie manchmal ganz gerne ein bisschen mit sowas. Das kriegst du alles zurück. Hab das gehört. Jetzt habe ich richtig Angst. Na, hoffentlich. Und wir sehen uns später wieder. Bye, bye. Ich bin jetzt wieder auf dem Heimweg. War sehr lustig heute. Und ja, ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und ja, die Kinder werden schon schlafen, die zwei.
Und meine Tochter wird wahrscheinlich auch schon gleich von der Schule kommen, aber meine Mama ist hier dann. Jo, dann mache ich Schluss und wir sehen uns dann zu Hause. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Endlich. Es ist zwar schön, mal einen Kaffeeklatsch zu halten, aber zu Hause ist doch immer noch am schönsten. Gut, ich mache jetzt Pause und ja, gönn mir was Süßes. Yeah, Toffee. Ja, und warte, bis die Kinder aufwachen und um 2:30 hole ich dann den Großen aus dem Kindergarten. Mal sehen, was der Tag noch so bringt. So, die Kinder sind jetzt wach. Ich werde jetzt dann mal die Rollläden hochmachen. Hallo, kleiner Mann. Hallo, kleiner Mann. Na, was machst du denn? Was machst du denn? Hallo. 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 Ja. Da? Da. Da? Da. Da. Ja. Ja. Bist du wach? Spielst du mit dem Ball? Ja. Ja? Da. Da? Ja. Was ist denn da? Was ist denn da? Da. Ja. Krieg ich einen Ball? Da. Krieg ich einen Ball? SpongeBob. Ja, und ist der wieder weg? So, ich werde mich jetzt um die Kleinen kümmern und dann gibt es einen kleinen, ja, Nachmittags-Snack. Bis dann. So, jetzt sind wir fast fertig mit dem Essen. Und der Kleine, ja, Mann. Oh, nein. Er isst gerade ein bisschen Obst, das macht er gerne. Ne, da musst du lachen. Und zack. Und ich habe heute Hausaufgaben auf. Ja, da drüben läuft der Fernseher. Ja, jetzt macht jeder so sein Ding. Und was machst du? Hausaufgaben. Cool, was müssen wir denn da machen? Nachzeichen. Cool, cool. Na, dann machen wir weiter. So, ich fütter jetzt weiter. Und ja, dann würde ich sagen, weil jetzt nichts Spannendes passiert, melde ich mich später. So, wir gehen jetzt gleich noch etwas einkaufen. Und ja, dann gibt es noch was zum Abendessen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder im Auto. So, der Einkauf ist beendet und eigentlich wollte ich euch ja mitnehmen, aber ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt zu einem Geschäft filmen und sowieso war es eigentlich zu dunkel, um im Auto noch weiter zu filmen. Und deswegen beende ich jetzt hier den Tag und gebe dem kleinen Mann hier noch gerade was zu essen. Hat man ihn jetzt gesehen? Kleiner Mann. Okay, ich glaube, das ist in Ordnung. Und wow, Zoom. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein Tag. Und morgen werde ich euch dann nochmal mitnehmen. Wir machen morgen ein Ausflug in eine große Stadt. Und ich freue mich schon ganz doll auf euch. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mich gerne abonnieren und mir folgen auf Facebook und Instagram. Bis dann. Ciao.